die Bauern und die Unternehmer, die Logistikunternehmer, die alle uns heute hier mit unterstützen, also wie sich das für eine Mannschaft verdient. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Großkundgebung in Marienberg. Ich möchte mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Kurzin Wolfgang, ich bin 70 Jahre alt, Familienvater von 2 Kindern. Aber auch mit 70 kann man sich in Angesichts der Tatsache, was jetzt hier herrscht, einfach nicht zur Ruhe setzen. Das geht nicht. Man muss sich engagieren. Mein Name ist Luca Böttcher und ich bin Schüler an der Heinrich von Trebrau Oberschule in Marienberg. Warum ich heute hier spreche, ist die Sorge vor einem großen Krieg in Europa und meine Furcht vor einem Krieg auf deutschem Boden. Mein Name ist Thorsten, ich wohne in Marienberg, bin Familienvater und Mensch. Meine Motivation, ich strebe für eine lebenswerte Zukunft in Frieden, Freiheit und Unabhängigkeit, auch für unser aller Kinder. Und ich bin sonst eigentlich nicht der Typ, der auf einer Demo spricht, aber mir reicht's einfach. Der kriegerische Konflikt in der Ukraine, der von der Bundesregierung mit noch mehr Waffenlieferungen forciert wird, gibt täglich mehr Grund und Anlass für Frieden einzustehen. Wenn 100 Milliarden für Rüstung, aber nur 1 Milliarde für Pflegen investiert wird, dies in der angeblich größten Pandemie aller Zeiten, müssten hier und heute und überall in Deutschland Millionen Menschen gegen die Kriegstreiber im Bundestag protestieren. Und deshalb ist es gerade hier wichtig in Marienberg, in der Garnisonsstadt Marienberg, dass wir hier am Weltfriedenstag als Bürgerinitiative für Marienberg und Umgebung eine große Demonstration ins Leben gerufen haben, um auch der Umgebung hier zu zeigen, dass wir hier ein Interesse haben, dass das Ganze hier friedlich bleibt und dass wir ungern unsere Soldaten in Kampfhandlungen sehen. Und ich habe es miterlebt, ich habe einen Kollegen gehabt, der war im Afghanistan-Einsatz, der ist als gebrochener Mensch wiedergekommen. Warum muss man ein Ölembargo gegen Russland beschließen? Doch nur, weil es die USA so wollen und die europäischen Bundesstaaten alles mitmachen. Wie fern die Politiker von der Realität entfernt sind, macht ein Interview mit dem Geschäftsführer der Bundesrepublik, Scholz, deutlich. Darin erklärt er, dass er nicht weiß, was 1 Liter Kraftstoff kostet. Sein Chauffeur betankt seine Staatskarosse auf unsere Kosten. Das passt genau zu der Aussage von Scholz vor Gericht, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Haben wir etwa einen dementen Kanzler? Wir haben ja schon einen irren Gesundheitsminister, einen dummen Wirtschaftsminister laut IHK. Was sind das für Volksvertreter? Nein, es sind Volksverräter. Guatemala 1954, Indonesien 1958, Kuba 1959 bis 1961, Guatemala 1960, Kongo 1964, Laos 1964 bis 1973, Vietnam 1961 bis 1973, Kambodscha 1969 bis 1970, Guatemala 1967 bis 1969. Viele Menschen glauben, wenn sie Zeitung lesen, wüssten sie, was in der Welt geschieht. Dabei wissen sie nur das, was in der Zeitung steht und was sie davon denken sollen. Wir benötigen hingegen keine lückenhaften, sondern vollständige Informationen, um uns eine solide Meinung zu bilden. Dies ist in der BRD aktuell überhaupt nicht mehr möglich und muss sich schleunigst ändern.
Das Gefährliche daran ist, und deswegen betrifft es uns alle, dieser Krieg hat das Potenzial zum Flächenbrand. Ganz Europa kann in diesen Sog gerissen werden. Und deswegen müssen wir hier einig, zusammen als Menschheitsfamilie und zusammen auch mit der Bundeswehr für Frieden einstehen. Es ist schon ziemlich weit, 5 nach 12 müsste man eigentlich sagen, denn nicht nur die USA beliefern die Ukraine mit Waffen, Geld, bilden Soldaten aus und beliefern sie mit reichlich militärischen Informationen. Nein, die ganze EU ist ja mittlerweile schon in die Ausbildung und in die Waffenlieferung des ukrainischen Militärs involviert. Beispiele für die Täuschung in der Geschichte gibt es zur Genüge. Man muss sie nur suchen und weiß, wo sie zu finden sind. Also es gab verschiedene Kriege, die die USA zum Beispiel geführt haben. Der Vietnamkrieg begann mit der Tonkin-Lüge. Ist nachher rausgekommen. War alles gar nicht so. Auch der Krieg im Afghanistan als Grundlage, 9-11. Naja, da wissen wir, was wir davon zu halten haben. Die ganze offizielle Geschichte, die scheint wohl nicht ganz hinzuhauen. Auch der Irakkrieg basiert auf einer Lüge, die Brutkastenlüge, ja, dicke Krokodilstraining vor einem Untersuchungsausschuss und die Atomwaffenlüge, die den Irak zum letzten Mal in den Krieg ja, gestürzt haben. Diese Erkenntnisse kommen nicht von ganz ungefähr und die verdanken wir dem großartigen Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser. Kann ich nur empfehlen, das Buch von dem Imperium USA steht viel Wahrheit drin. In einem Interview beim NDR hat der Unterhändler der DDR, Lothar de Maizière, betont, dass, dass der Sowjetunion zugesichert wurde. Keine Osterweiterung der NATO. Dieses Versprechen wurde ganz schnell gebrochen. Es gibt ein schönes Sprichwort, dass ein Tier nur angreift, wenn es bedroht wird. Das gilt auch für Russland. Und hier ist es jetzt ganz entscheidend und hier appelliere ich an die Bundeswehr, neutral zu bleiben, egal was diese wirren Politiker da oben zusammen doktrinieren. Wir müssen neutral bleiben, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, insbesondere dann auch die Soldaten, falls sie tatsächlich im Rahmen der NATO den Befehl bekommen sollten, im Ausland eingesetzt zu werden. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Möglichste Schritte in Richtung Unabhängigkeit wäre erstmal zurück zur Rechtsstaatlichkeit. Regierung zum Rücktritt zwingen, Verein zum Rücktritt zwingen. Das heißt, wir benötigen eine Übergangsregierung. Besatzung und die Okkupation beenden. Army go home, friedlich und freiwillig. Dann brauchen wir Volksbekehrung, eine Volksversammlung, die müssen wir auf den Weg bringen. Einen Friedensvertrag brauchen wir mit den Feindstaaten. Na? Und da sind wir hier auch gefordert, das einzufordern. Volksentscheide auf Bundesebene. Keine Parteien mehr. Die Qualifikation von Regierungsmitgliedern. Ja? Es kann ja wohl nicht sein, dass jeder Handwerker hier einen Meisterbrief braucht, aber in der Regierung kann jeder Plebs sitzen ohne jegliche Berufserfahrung und ohne jegliche Qualifikation. Wir sind mittlerweile schon ein ganzer Schwarm und lassen denen da oben jetzt keine Ruhe mehr. Auch die Haftung von Regierungsmitgliedern ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir einfordern können. So können wir sicherstellen, dass sie uns vertreten und nicht die Interessen von Lobbyisten, denn dann müssten sie für ihre Entscheidungen, die jedes Mal uns Hunderte von Milliarden kosten, selber haften. Und jetzt ganz entscheidend, und auch das können wir einfordern. Wir können einfordern, dass die Bundeswehr wieder eine reine Verteidigungsarmee wird und das auch bleibt.
Ja, wunderbar. Begrüßt ihn. Er hat tatsächlich sein Wort gehalten. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Ich glaube, in Dresden müsste ich darauf noch 50 Jahre warten. Ne? Deswegen nochmal einen ganz herzlichen Applaus. Ihr könnt euch wirklich stolz schätzen hier in Marienberg, dass ihr einen Bürgermeister habt, der Wort hält und der tatsächlich zu euch, den Menschen, redet. Ja, also schönen guten Abend alle zusammen. Ich bin gebeten worden von den Marienbergern hier an das offene Mikrofon zu treten. Das ist natürlich als Bürgermeister nicht so einfach, das möchte ich nochmal sagen. Wir haben ja eine gewisse Neutralitätsgebot oder eine Neutralitätspflicht einzuhalten. Aber ich möchte dennoch mal zumindest Ihnen einen kleinen Überblick geben zum Thema, was uns alle sehr beschäftigt jetzt, Energiekrise. Und dort sind wir als Kommunen, also nicht nur Marienberg, sondern die Erzgebirgsbürgermeister auch unterwegs. Und wir haben uns diese Problematik auch zum Anlass genommen und haben also einen Appell geschickt an die Politik. Weil das, was derzeitig auf dem Energiemarkt stattfindet, ist aus unserer Sicht nicht tragbar und auch nicht umsetzbar. Zum einen natürlich aus Sicht Bürgermeister, was passiert mit den kleinen Haushalten, was passiert mit den Unternehmen. Da bringe ich gleich mal noch ein Beispiel. Und natürlich zum Zweiten, wo soll die Reise hingehen? Auch für die Stadtwerke, auch für Versorgungssicherheit. Und die größten Sorgen, das habe ich schon vor 8 Wochen mal gesagt, mache ich mir eigentlich um die Unternehmen. Und ich habe Beispiele transportiert, wo es also so aussieht, ich sage heute keine Unternehmensnamen, aber ich habe ein Unternehmen, die haben leistungsgemessenen Strom in einer Jahresmenge von rund 9.000 Euro. Damit kommen die gut zurecht, bisher. Das ist auch umlagefähig auf Produkte, die anbieten und so weiter. Die würden nach jetzigem Börsenpreis, wenn ich den Vertrag anbieten müsste, 95.000 Euro im Jahr bezahlen. Da kann man sich vorstellen, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Wir kennen die Beispiele aus dem Fernsehen, wo Bäckereibetriebe und so weiter, energieintensive Betriebe, darauf aufmerksam gemacht haben. Und das ist ein Flächenbrand, das ist ja nicht nur ein Unternehmen, was das betrifft. Ich habe also Kontakt zu mehreren Unternehmern hier bei uns in der Stadt, die also Riesensorgen haben, wie sie überhaupt weitermachen sollen. Und das ist mein Antrieb, unser Antrieb, auch der Erzgebirgsbürgermeister, hier auf alle Fälle Druck zu machen, dass wir Lösungen bekommen. Es muss mehr Energie auf dem Markt. Also es nützt ja nichts, wenn wir Kraftwerke runterfahren, die müssen hochfahren. Es muss Strom rein, dann gehen auch die Preise ein Stück runter. Es müssen Mengen rein. Und das Wichtigste ist aus unserer Sicht, es muss bezahlbare Energie haben. Ob das mit dem Preisdeckel passiert oder anders, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da sind wir viel zu klein, da haben wir viel zu wenig Handlungsmöglichkeiten. Aber der Energiepreis muss runter, ansonsten wird das für alles das, was wir geschaffen haben in den letzten Jahren, wird das wirklich kritisch. Das wollte ich Ihnen gern sagen, dass wir da gut auf dem Weg sind. Und dass wir als Kommunen das dort natürlich schwer haben, nochmal ein kleines bisschen aus dem Buch geplaudert. Ich habe in Verantwortung 150 öffentliche Objekte. Die werden auch beheizt, die brauchen auch Strom. Das sind Schulen, das sind Kindergärten, das sind Kinder drinne. Da kann man nicht einfach abdrehen, das muss man aufrechterhalten. Es macht uns große Sorgen, wie wir das überstehen sollen. Es gibt derzeitig auch für Stadtwerke oder kommunale Unternehmen, aber auch für andere Unternehmen noch keinen Rettungsschirm. Keiner weiß, wie er das abfedern soll. Und das ist unsere Kritik nach Berlin. Dort muss man sich viel mehr Mühe geben. Und ich erwarte eigentlich auch, dass der Krisenstab, der derzeitig besteht in Berlin, nun endlich ins Bundeskanzleramt mal umzieht und dass sich dort die oberste Spitze mal damit beschäftigt, was hier eigentlich los ist. Geliefert haben wir die Beispiele, das ist bekannt, es kann keiner sagen, dass diese Problematik, die sich bis aufs Land runterbricht, niemand wusste oder niemand weiß. Das ist aktuell und aus dem Grund geben wir uns als kommunale Ebene dort große Mühe, auch ein bisschen was zu bewegen. Wie uns das gelingt, das werden wir sehen. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und Glück auf! Also vielen, vielen Dank, großen Respekt, ich war echt sprachlos. Marienberg, ihr könnt stolz sein!
Also ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank an den Oberbürgermeister von Marienberg richten. Es ist unwahrscheinlich, in der heutigen Zeit überhaupt noch so einen Mut so oft zu bringen. Wenn man das jetzt sieht, die Bürgermeister wie die kuschen. Es gibt aber jetzt mittlerweile einige Bürgermeister in Sachsen, die sich hier aufbegehren. Und das ist nur der Anfang. Wenn ich da jetzt sehe, in Chemnitz, wo ich auch aktiv mit bin, der Oberbürgermeister, der verweigert sich generell den Spaziergängern, ist absolut kein Rankommen. Das Einzige, was er kann, ist ein Polizeiaufgebot schicken. Und ich muss immer wieder sagen, es ist doch sowas von friedlich abgelaufen. Da wird keiner was dagegen sagen. Und deshalb möchte ich mich auch nochmal bei euch allen für euer Engagement und beim Oberbürgermeister herzlich bedanken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang. Ich bin einfach die Erika. Ich will auch ganz kurz machen. Auch an den Bürgermeister wollte ich das sagen. Das hat alles keinen Zweck, glaube ich. Es gibt nur ein Motto für uns. Nord Stream 2 muss geöffnet werden. Dann haben wir alles da, was wir brauchen. Putin hat gesagt, die Leitung ist voll. Wir brauchen nur den Knopf zu drücken. Aber die Deutschen haben nichts bestellt. Und wenn nichts bestellt ist, dann kommt da auch kein Gas. Alles andere ist ein Verbrechen an uns allen. Ja, danke Erika für diese warmen Worte.